Ich bin heute euer Holger. Der ist nämlich heute ein wenig verhindert, macht aber überhaupt gar nichts. Ich freue mich umso mehr, dass wir heute hier begrüßen können unseren Marek Janowski. Herzlich willkommen. Freut mich, Ihnen ein paar Worte in Ihren, wie heißt das heute so schön, in Ihren Kommunikationskanal sagen zu können. Gerne. Herr Janowski, eine lange, lange arbeitsreiche Phase, muss ich leider zu sagen, geht mit den beiden anstehenden Konzerten zu Ende. Mhm. Eine kurze Frage, was geht in einem Mann wie Herrn Marek Janowski vor, wenn er am 30. und am 31. Dezember noch einmal mit uns zusammen Beethovens 9. aufführt? Ja, das ist schon ein bisschen eine besondere Geschichte. Nicht so sehr unter dem Aspekt, dass man eine doch sehr langjährige, wie das so schön heute heißt, obwohl das Wort falsch ist, langjährig. Es gibt keine langen und keine kurzen Jahre, aber wie auch immer, wo eine langjährige Zusammenarbeit mit einem Orchester endet, das ist es nicht. Man denkt da natürlich über Dinge nach, die in den 14 Jahren, 13 Jahren passiert sind, die man hat machen können. Es ist der Zeitpunkt meines Lebens, der hier ein anderer ist. Wenn ich mit 60 oder mit 65 irgendwo eine Chefverantwortung aufgebe, dann ist das ein beendeter Abschnitt und da kommt ein neuer. Ich werde in 2 Monaten 78, da ist das dann schon ein bisschen anders. Und wir haben nun auch manchmal gegen Vorschläge, die beinhalteten, wir sollten doch mal unsere Abitüden des Jahresendes mit der 9. Beethoven mal ändern. Man könnte ja auch mal was anderes machen. Ich habe da eisern immer diese Linie weitergefahren und ich weiß, es gibt trotz der Tatsache, dass andere Berliner Orchester das gelegentlich auch machen, es gibt ein Bedürfnis für diese beiden Konzerte mit diesem Programm der 9. Beethoven. Und ich freue mich, dass wir das haben über die ganzen Jahre durchziehen können. Ich sage es auch unter dem Aspekt, dass es mir erspart geblieben ist, irgendwann mal an einem dieser Jahresenden wirklich so erkrankt zu sein, dass ich es einfach nicht selber machen konnte. Ich habe es über all die Jahre selber dirigiert, habe mich bei jedem Mal wieder hinterfragt, was kannst du bei diesem Stück, das du auch woanders schon 1000-mal gemacht hast, wieder verändern, besser machen, anders machen. Und es ist für mich jedes Mal eine immer gleichbleibende große Herausforderung. Es ist nie für mich zu einer Routine geworden und ich glaube für euch im Chor auch nicht. Der Chor ist für mich speziell in den Anfangsjahren meiner Tätigkeit hier in Berlin ein ganz, ganz wichtiger Partner, vom qualitativen Ansatz her ein ganz, ganz wichtiger Partner immer gewesen. Und ich denke mal, dass ich ihm über viele Jahre auch mit künstlerischen Aktionen, die sich nicht auf die Stadt Berlin begrenzt haben, ein treuer Helfer und Unterstützer gewesen bin. Aber das bin ich aus Überzeugung gewesen, weil die Qualität dieses Chores sehr, sehr groß ist. Und ich immer gespürt habe bei diesem Chor, dass er mit mir besonders gerne arbeitet. Das darf ich in aller Bescheidenheit mal so sagen. Und ich darf das, glaube ich, auch im Namen des Chores auch in aller Bescheidenheit so zurückgeben, dass die Arbeitsphasen und die Probenphasen und die Konzerte wirklich auch von einer ganz besonderen Aufmerksamkeit geprägt waren. Wir haben viel von Ihnen lernen dürfen, einfach von Ihrer Erfahrung, von Ihrer Akribie. Dafür wird Ihnen der Chor sehr, sehr, sehr lange und ewig dankbar sein. Ich will jetzt nicht so großtrabend reden, aber wie geht's mit dem Herrn Janowski weiter? Was macht er jetzt in seiner Freizeit? Ja, die ist genauso knapp bemessen oder praktisch genauso knapp bemessen, wie sie vorher bemessen war. Ich habe eine Menge zu tun. Ich fürchte, ich brauche das. Ich brauche die, solange mein Körper das mitmacht, solange mich mein Gehirn nicht im Stich lässt, ich brauche
das gefordert sein. Mhm. Deswegen ist das bei mir mit dem, mit mehr Freizeit oder was weiß ich, irgendwas machen, ist das also nicht weit her und wird auch in den nächsten Jahren sich nicht ändern. Das ist ein gutes Stichwort, Herr Nowski. Das ist eigentlich eine ganz persönliche Frage, die ich Sie schon eigentlich länger mal fragen wollte. Sie haben es jetzt selber gesagt, Sie sind annähernd 78. Ganz ehrlich, wie halten Sie sich so fit, dass Sie noch solche Abende bestreiten können, wie wir sie schon erlebt haben und wie es hoffentlich noch lange mit Ihnen weitergehen soll? Da hat vor kurzem eine sehr bekannte Journalistin in irgendeinem ganz anderen, in einem süddeutschen Bereich mit mir ein Gespräch über genau auch dieses Thema geführt. Und dann kam natürlich, treiben Sie irgendeinen Sport in einer gewissen Weise oder halten Sie sich anderweitig fit? Und dann habe ich, es ist die ehrliche Antwort, habe ich geantwortet, ich gucke mir Fußball und Tennis gern vorm Fernseher an. Sehr gut. Das ist meine sportliche Betätigung. Ich mache da groß nichts. Ich versuche, um ganz ernsthaft zu antworten, ich versuche nicht exzessiv mich zu ernähren. Ich habe überhaupt nichts gegen ein Glas Wein oder zwei oder drei. Aber ich versuche, das einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Ich versuche, meine Arbeit, den körperlichen Einsatz bei der Arbeit, relativ ökonomisch zu machen. Ich bin der altmodischen Meinung, dass der Satz von Richard Strauss, dass nicht der Dirigent schwitzen muss, sondern das Publikum, ja, dass der absolut richtig ist. Und versuche aus Überzeugung, nicht in dieses Bewegungsselbstdarstellerische der heutigen Dirigentengeneration mit reinzuschlittern. Ich versuche das also ein bisschen reduzierter zu machen. Und bis jetzt ist der liebe Gott sehr gnädig mit mir umgegangen. Ich wüsste nicht, ich bin unter sehr guter ärztlicher Kontrolle. Ich wüsste nicht, außer dass ich mal Zahnschmerzen habe oder Kopfschmerzen, dass mir irgendwas fehlt. Und ich hoffe, dass das noch lange so bleibt. Ja, meine Lieben, das hoffen wir alle auch. Ich würde gerne noch viel länger mit Herrn Janowski reden, aber wie das so ist heutzutage, in der Kürze liegt der Würze. Herr Janowski, ich glaube, im Namen des Chors sprechen zu können, ich und wir wünschen Ihnen alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund, kommen Sie gut ins neue Jahr. Ich bedanke mich für das Gespräch und ich hoffe, dass sich unsere Wege nochmal wieder kreuzen. Da bin ich ziemlich sicher. Alles Gute für den Chor. Mehr ist nicht zu sagen. Dankeschön. Für euch einen guten Rutsch. Es wird interessant und spannend bleibt es. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss.